Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir befinden uns hier offensichtlich im Asia-Viertel und wir wollen uns hier mit dem guten Takemura treffen. Ich muss nochmal gerade schauen im Journal, was wir hier machen sollen. Ich lese euch gerne nochmal vor. Sprich mit Takemura, play it safe heißt die Mission. Es ist die Hauptmission. Wir spielen die Hauptmission weiter, weil wir momentan keine wirklichen Nebenmissionen haben. Gut, wir haben noch etliche Fahrzeuge. Etliche. Aber so viel Geld haben wir nicht. Wir haben niemals so viel Geld. Deswegen werden wir das nicht machen. Und diese Nebenmission, die kriegen wir noch. Da müssen wir warten. Ich weiß nicht, wie lange und ob wir da überhaupt noch jemals was hören werden von. Aber momentan sind wir nur hier dran. Auf der Map habe ich auch nichts mehr. Ausrufezeichenmäßig oder Fragezeichenmäßig. Ist alles abgegrast. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gemacht. Zum jetzigen Stand. Da kommt bestimmt noch was dazu. Was zum Henker ist das? Was? Das war aber beim letzten Mal nicht so. Nö, ich mache jetzt die Hauptstory. Ist mir egal. Ich mache jetzt die Hausparty. Die Hauptstory und dann gucken wir. Also, sprich mit Takemura. Tja, da mich niemand zu Saburo Arasakas Beerdigung eingeladen hat, muss ich mich wohl mit dieser traurigen kleinen Parade zufrieden geben. Ich brauche nur noch Konfetti. Aber im Ernst, Takemura muss lebensmüde sein. Er will einfach vor allen Augen auf Hanakos Wagen springen? Von mir aus nur zu. Wir kümmern uns um die Scharfschützen. Halt derweil die Augen nach einem Fluchtweg offen. Das wird alles so verdammt schief gehen. Ich spüre es. Das haben wir beim letzten Mal schon gelesen, ne? Ich erinnere mich. Aber ich wollte mich selber nochmal erinnern, weil es ist jetzt schon ein paar Tage her. So, wo ist denn der gute Takemura? Takemura-Sensei! Nandato Takemura! Oh, was ist das denn hier? Hallo? Glam Now, die Zeitschrift für alle, die sich selbst lieben. Sag mal. Habt ihr schon von den brandneuen, unglaublichen Braindance-Diät gehört? Nein. Halt's Maul. So. Was liegt denn hier so rum? Okay, was ist das hier eigentlich für ein Trödel? Ich hätte gern so ein T-Shirt, bitte. Warum sind alle hinter mir her? Weil ich ein T-Shirt will. Mann, und was? Wo geht denn deine Hände hin? Okay, das Spiel hat keine Bugs. Es hat keine Bugs. So, Cyberbug. In 50 Metern, ungefähr 40 Metern, werden wir mit Takemura zusammentreffen. Wer ist der Doc Paradox? Das haben wir auch schon gelesen, ne? Brauchen wir nicht. So, dürfte ich hier mal durch, Fräulein? Ja, alles klar. Takemura, ich glaube, wir haben ihn beim letzten Mal auch hier getroffen. Kann das sein? Hier an der Ecke stand er. Da ist er doch. Takemura! Wie? Gerade rechtzeitig. Ja? Okay. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Ich finde es sogar sehr lustig. Ich habe auch alle Starten angepasst. Ja, okay. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Das werden wir tun. Dann her damit. Okay, wir knallen uns den Splitter direkt rein. Funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Mhm. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Gut. Es sind drei. Ah. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Gar kein Problem. Du kommst über viele Wege an sie ran. So das Drilling, ne? Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig. Es klettern muss. Oh Gott. Bitte, versteckst dich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako Samos Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Alles klar. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie nicht sehen, peng. Bye bye, die. Peng. Falls das gefährlich klingt, denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Ich gebe mein Bestes. Das Letzte fürchte ich am meisten. Mm. Alles verstanden? Bist du bereit? Aber sowas von. Aber warte mal. Warte, falls alles den Bach runtergeht, gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Das dachte ich schon. Dieser muss klappen. Alles klar. Für solche Jobs immer. Ja, die Frage ist, bist du bereit, oder nochmal zu begegnen? Das würde ich doch schon gerne wissen. Ich schon.
Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Dein Kumpel, oder? Mhm. Oder hat Irre. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Okay. Vielleicht bist du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Ja. Das ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Daran hast du nicht gedacht, also, was? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als er. Na dann. Pass auf dich auf, Goro. Goro. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Ich mag Goro. Ich weiß nicht, ob ich da mit euch d'accord bin oder ob ihr d'accord mit mir seid, aber ich mag ihn. Ist ein cooler Typ, eine coole Socke. Mit ihm kann man auch Spaß haben. Glaube ich. Nicht wehe. Wehe, der wird doch zum Verräter. Da drehe ich aber am Kackrad. Okay. Wir genießen die Parade, wie es aussieht. Ach, schön. Die riesigen Fische. Haben wir schon mal gesehen. Bin in Position. Die Wagen fahren jetzt los. Alter, ist das cool. Sei vorsichtig. Sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich. Mm-hmm. Okay. Bin bereit. Dann fangen wir an. Alles klar. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Ich versuche es. Okay. Ich werde erstmal schnell speichern, weil ich habe die Befürchtung, dass ich dick verkacken werde. So, wir drängeln uns ein bisschen durch die Menge. So, Ladies, ich muss hier mal durch. Ah, schön. So. Einmal hier durch, einmal über die Brücke. So, neutralisiere die Scharfschützen. Und davon gibt es 3. Die sehen alle gleich aus, von daher wird das Identifizieren wahrscheinlich recht einfach. Ich hoffe es. Wir werden es sehen. Kann ich ihn von hier schon sehen eigentlich? Erster Scharfschütze. Ja, ich kann ihn nicht wirklich sehen. Okay, wir müssen uns beeilen, glaube ich. Wir sollten uns beeilen. Einmal hier, danke, darf ich hier mal durch? Ich lese jetzt mal kein Zeug, was hier rumliegt, weil ich möchte diese Mission beenden. Ich möchte sie erfolgreich beenden, vor allen Dingen. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, der erste Scharfschütze ist hinter der Tür, oder was? Du bist nah dran. Ah. Er ist gleich vor dir. Okay. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Alles klar. Er wird gar nichts merken. Ah, kann ich ihn schon sehen? Nein, sieht nicht danach aus. Er ist über mir. Hier, da oben ist er. Okay. Einen Tacker nehme ich aber trotzdem mit. Zeit für einen Tacker muss immer sein. Ist der Tacker explodiert? Alles klar. Das hat ja schon sehr gut geklappt, muss ich sagen. Vielleicht hätte ich den Raum erstmal scannen sollen. Ich meine, das ist ein professioneller Killer, der da oben hängt. Natürlich sichert sich der Typ ab. Ich bin auf eine Mine gelaufen, da bin ich mir sehr sicher. Alter. Genau, für solche Fälle bin ich gewappnet mit Quicksaves. Alter, war das peinlich. Ich sollte die Aufnahme neu starten, aber nee. Ach, das lasse ich jetzt drin. Scheiß drauf. Ah, so ein bisschen Zaubertrank. Und jetzt aber. Jetzt wird's klappen. Das war sehr unvorbereitet. Lief nicht so gut. Aber gut, ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber mit der Mine habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Vor allem, weil Takemura gesagt hat, er ist abgelenkt mit der Menge. Weißt du? Der hätte ja der mal gesagt, pass auf, vielleicht hat er Fallen aufgestellt. Nein, nix da. Weißt du? Der scheiß Tacker hat mich abgelenkt. Das hat 100 pro der Auftragskiller, der Typ, der Sniper da hingesetzt. Da bin ich... Schöne Brille. Sehr coole Brille. So, jetzt aber. Let us go. Okay. Diesmal passe ich auf. Diesmal bin ich vorbereitet. Alter. Das ist so schäbig, wie ich gerade gestorben bin. Oh mein Gott. Habe ich eigentlich im Inventar Zeugs, was ich anziehen könnte? Ich guck mal gerade. Das brauchen wir nicht. Kann weg. Mit Kamera. Wow. Was? 44,8. Erhöht die maximale Sauerstoffkapazität um 5.
hat aber unser Hybrid. Das ist natürlich eine legendäre Brille fürs Gesicht. Aber das ist, ja, die Panzerung ist stärker. Ja, aber ganz ehrlich, es ist so ein ungewöhnliches Ding zwar, aber es hat keine weiteren Stats, deswegen ciao. Kann ich nicht gebrauchen. Will ich nicht gebrauchen. Habe ich hier irgendwas Neues? Ja, hab ich, aber da müssen wir noch Level 39 für erreichen. Ist nicht mehr so weit hin. Fairy Frost Trenchcoat mit Schutzschicht. Ja, geil. Let's go. So ein Trenchcoat? Ist das so ein Trenchcoat wie so ein gewisser Herr im Park, der die Mädels überrascht? Nein, ist es nicht, zum Glück. Alter, ist ja voll der Schlangen-Trenchcoat. Macht was her. Das Ding ist immer noch stärker. Im nächsten Level werde ich das ansetzen. Anziehen. Alter, wir sehen schon. Also das Outfit gefällt mir sogar sehr gut, muss ich sagen. So würde ich auch im Real Life rumlaufen. Nein. Würde ich nicht. Militech Neotech Hose kann weg. Ist nur 4 Euro Dollar wert. Tschüss. So, und Schuhe haben wir auch was Neues. Ja, aber alles Schrott. Alles Schrott. Okay, das können wir später vielleicht mal uns durchsehen, um alles in die kleinsten Einzelteile zu zerlegen. Aber im Moment mit unserem Trenchcoat. Alter, das sieht schon nice aus. Macht schon was her. Gefällt mir viel besser als... Darf ich hier mal durch? Entschuldigung, hallo? Macht schon viel mehr her als so ein Rock. Du bist nah dran. Mm. Er ist gleich vor dir. Ja, ja, klar. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Der wird gar nichts merken. Ich habe nichts gemerkt von der Mine, die da liegt. Ich speichere hier mal kurz ab. Hätte man... Okay, ja, wow, okay. Die habe ich echt nicht gesehen. Lasermine, explosiv. Es war nicht der Tacker. Es war dieses Ding hier. Aber kann ich das entschärfen? Wie kann ich das Ding entschärfen? Muss ich das überhaupt entschärfen? Muss ich nicht, ne? Ich kann einfach hier drüber. Es sei denn, hier sind natürlich irgendwo Minen. Da oben ist er. So, was da unten? Da würde ich auch noch gerne reinlunzen und hier auch. Kerzen, klar. Ich verstecke meine Kerzen in so einer komischen Kiste mitten im Nirgendwo. Archiviertes Gespräch. Mark und Kim. Seltener Upgrade, ja. Das lesen wir mal gerade. Mark, wo zur Hölle hast du diese Subunternehmer gefunden? Ich raste ihr gleich aus. Die ganze Arbeit ist hingerotzt und wir liegen nicht im Zeitplan. Schieb dir deinen Mod-Smilies in den Arsch und feuer einfach diese unfähigen Deppen. Kim, das würde ich ja gerne. Aber? Aber ich entscheide nicht, wen wir anheuern oder feuern. Es gibt gewisse Leute, sehr unangenehme Leute, die bestimmen, wer den Auftrag bekommt. Und glaub mir, die wollen wir nicht gegen uns aufbringen. Davon wusste ich nichts. Ich werde dir alles erklären, aber nicht hier. Okay, bis dann. Was habe ich da gerade vorgelesen? Ich weiß es nicht so recht. Ich hoffe, hier ist keine Mine. Alter, weh, da ist eine Mine. Ich habe die dunkle Schokolade. Dunkle Schokolade vom Boden ist die beste. Oh. Ein Laptop. Mal gucken, was hier so drauf ist. Bevor wir... Ich weiß, wir haben eigentlich gar keine Zeit, aber hier ist kein Timer. Ich gehe davon aus, dass wir trotzdem Zeit haben, oder? Forever Young. Ewige Jugend. Forever Young. Ich liebe das Lied. Alter. Bist du über 50, über 60, vielleicht sogar schon über 70? Aber du willst trotzdem so gut aussehen wie mit 20? Das tue ich. Oh, Moment. Nein, Moment. Ich will das nochmal benutzen, da war doch noch eine Nachricht. Ah. Ihr Erbe, dringende Antwort benötigt. Von Sandowers. Sehr, okay, das ist auch so eine Massenmail, ne? Ja, ja, alles klar, das ist so ein Schwachsinnsmail, brauche ich nicht zu lesen. Interessiert mich null. Okay. Schleichen wir uns an. Ist hier noch irgendwo eine Mine? Okay, der Typ ist da oben. Er hat keine Ahnung, was ihm gleich blüht. Masamune. Seltenes Sturmgewehr brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ouvertüre. Selten. Okay. Wiederhole. Abbruch. Ist nur ein Fernkurs. Holt euch den Junkie. Kann ich ihn mir packen? Kann ich. Komm her. Wir töten ihn.
Ich lasse keine ich habe den Näheren erledigt. Okay. Jetzt spring auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. In den Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. Gefällt mir gut. Nehme ich mal mit. So, wir sollen jetzt wohin? Da hinten ist der nächste. Ich soll da drauf springen wahrscheinlich, ne? Ja, aber erstmal. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Von hier kam ich aber nicht, oder? Ja, wo kam ich? Ach, von hier kam ich. Ne, auch nicht. Ey, von wo? Ach, hier. Wo geht's denn da hin? Ist egal. Ist egal. Wir gehen dem Plan nach. Strikt dem Plan nach. Ich will jetzt keine Fehler machen. Wir sind ganz normaler Zuschauer. Hey, wow, geile Parade. Alter. Geile Parade, Mann. Was zum Henker. Ich wünsche mir sowas in Real Life. Gibt es sowas? So Hologramme, die durch die City streifen? Voll geil. Jetzt schreit man nicht so rum. Na, wie schmeckt dein Burger? Ich würde auch gerne mit... Alter. Wow. Ich würde auch gerne mit geschlossenem Mund essen können. Was? Wohin erreicht den zweiten Scharfschützen? Balkon 20 oder 21? Ich habe keine Ahnung. Was? Ich sag mal 20? Hey, das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Noch einmal, die Sicherheit ist unzulänglich. Sie erfüllt keiner unserer Normen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Unbekannter Anrufer, wer war das? Genau wie erwartet. Oder ist hier. Okay, natürlich. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Alles klar. Alter, dieser Drache, ne? Ist ja der Knaller, dieser Drache. wir sind im falschen Stock, ne? I'm sorry. Also doch, Balkon 21. Hä, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Weil er hat gesagt, fahr auf zum Balkon. Hey, die Robosau kenne ich. Was? Adam Hackfresse Smasher. Was? Was? Der dich umgelegt hat? Der Typ, der dich gekillt hat? Typ, der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in einer Welt ohne Saburu aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast auch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Alles klar. Also der Unbekannte, oder was? Der unbekannte Anrufer, war das der? Interessant. Also echt interessant. Das ist dieser komische Roboter aus der Vergangenheit von Johnny. Das war schon mehr Maschine als Mensch. Und dort kannst du hochklettern. Alles klar, so machen wir es. Warte mal, Alter, was geht denn hier? Was ist denn das für eine geile Parade hier, Mann? Voll die krassen Sachen. Voll geil. Okay, einmal. Muss ich hier rein? Moment. Muss ich hier rein oder hier hoch? Ich muss da hoch, ne? Ich sollte mich vielleicht doch beeilen, weil die Parade läuft immer weiter. So. Das Ding sieht nicht gerade stabil aus. Oh, sicher, ja. Dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Upsi. Johnny, sei jetzt nicht so. Wir kriegen das schon hin. Fuck, ich bin fast gestürzt. Sei vorsichtig, du darfst nicht auffallen. Willst du mich verarschen? Ich wäre fast gefallen, nicht aufgefallen. Hab ich doch gesagt. Ja, du hast recht, Johnny. Absolut, er hatte absolut recht. Okay, Moment. Wie soll das denn gehen? Kann ich da rüber? Ja, okay, das war doch einfacher, als ich dachte. Ist da noch was rum? Schnell weg hier. Ich hoffe, wir können auf diese Seite wieder irgendwo runter, auf den Boden der Tatsachen. Öffnen. Ja, nice. Wir sind gut dabei, glaube ich. Wir kommen gut voran. Du musst runterkommen. Sei vorsichtig. Alles klar. Das machst du gut. Danke. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Danke, dass du das nochmal sagst. Wer sieht uns denn da? Alter, das ist eine Drohne. Hau mal ab. Verkackte Drohne, ich glaub's ja wohl nicht. Oh.
So, wir müssen irgendwie runterkommen, hat er gesagt. Ja, das ist unser Ziel. Aber ich will nicht von dieser Drohne erwischt werden, natürlich. Oh nein, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Oh. Johnny, lass uns in Ruhe arbeiten. Bitte. Ich bitte dich. Ich bitte dich, Johnny. So, sind wir jetzt genug unten? Hier geht's noch nicht durch. Wir gehen hier weiter. Noch weiter runter. Alter, der Fisch, das sieht so geil aus. Also ganz ehrlich, so eine Parade möchte ich gerne in Real Life sehen. Ernsthaft. Das würde mir sehr, sehr gefallen. Okay, hier können wir noch weiter runter. Ich glaube, wir sind richtig. Okay, da nicht. Wie schön das... Soldat. Okay. Noch ein paar Meter und du hast ihn. Alles klar. Oh, da ist noch ein... aber das ist ja nicht, oder? Ich will kein Risiko eingehen. Tut mir leid, du musst mitkommen. Ich versteck dich mal kurz hier hinten hinter den Fässern, hinter den Kisten. Das ist nicht der Sniper, den will ich nicht umbringen. Die Sniper, ja. Ich weiß nicht, warum ich diese Regeln hier aufstelle, aber hey. Keine Ahnung. Okay, eindeutig Mine. Entschärfen. So. Dann haben wir das. Dafür bekommen wir ja auch Erfahrungspunkte. Nicht vergessen. Lohnt sich natürlich auch. Bounce back, danke. Auch hier öffnen wir. Okay, das wird einfach, wenn ich keine Mine hier finde. Vielleicht laufe ich in so eine Mine. Ich sehe schon kommen. So, mein Freund. Komm mal her. Und direkt daneben ein Mülleimer, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es nicht richtig gesehen. Ja, weißt du was? Leg dich einfach hin. Ciao. Ziel erledigt. Das hört man gern. Na klar. So, die Granate nehme ich Am mit. Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Ah. Er ist weit oben. Weit oben, okay. Ich gebe Bescheid. Ja, wir geben Bescheid. Ich will aber erstmal dieses archivierte Gespräch lesen. Von Nicolas und Huberto. Ist er bei dir vorbeigekommen? Wer? Ist er also nicht, sonst wüsstest du, wovon ich rede. Was meinst du denn? Nicht was, wen? Dieser verdammte Ninja. Keine Ahnung, wo die den aufgetrieben haben. Aber im Ernst, der guckt dich einmal an und du machst dir vor Angst in die Hose. Ist er mit der Prinzessin hier? Ha, sieht aus wie ihr Bodyguard. Er kam vorbei und hat hier irgendwas abgelegt. Ausrüstung oder so. Vor 15 Minuten oder so. Oder so. Ich zitter immer noch total. Im Ernst, sei vorsichtig bei dem Typen. Wie? Oder spricht wieder. Hör zu. Okay. Mitteilung, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier ab. Sofort. Sager ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinem Boss, was ihm lieber ist. Das Arafak-Image oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Ja, okay. Verstehe. Aber ich will erstmal gucken, was hier auf dem PC ist. Hier gibt es 4 Nachrichten. Sichere deine Seele. Medizinischer Bericht. Was? Hat das irgendwas mit diesem Dings hier zu tun? Kinoshi, sie haben gewonnen. Alles klar, herzlichen Glückwunsch. Natürlich. Warnung, sie wurden angegriffen, selbstverständlich. Und sorgfältig lesen von Amanda Nelson. Bei meinem Onkel hat es funktioniert. Kettenmails. Jetzt nur Schwachsinn drauf auf diesen PCs. Okay, wir müssen ganz nach oben. 90 Meter, da ist eine Mine. Entschärfen. Danke. Was haben wir denn da? Splittergranaten. Natürlich. Die nehme ich gerne. Ich würde doch gerne mal abspeichern kurz. Okay, jetzt wird's spannend. Also 2 von 3 haben wir. Das sollte doch jetzt kein Problem mehr darstellen. Hoffe ich. So, wenn hier jetzt keine Mine mehr ist, dann sehe ich uns schon auf der Siegerstraße. Irgendwer hat uns gesehen. Wurde der Alarm ausgelöst? Alter,
was hast denn du an? Position halten! Hat uns irgendjemand gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm, dass er uns gesehen hat. Öffnen, verschlossen. Na, tolle Wurst. Mach das nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Wer redet denn da? Okay, wir müssen weiter hoch, ne? Ja, alles klar. Psst. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Ah! Du Dreckstück. Beruhig dich. Was ist das? Was ist das für ein Panzer in der Luft? Kann ich ihn ausschalten? Kann ich nicht. Verdammte Kacke, was ist das? Okay, wow. Das Ding schießt auf uns. Ja, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, werdet ihr nicht. Ihr seid schon längst tot. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Mhm. Achte auf die Bargain-Jets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebraten. Ich hau mal ab hier. Okay, wir wurden entdeckt, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, ich bin schon dabei. Ich beeile mich ja. Also wirklich, Stealth ist das hier nicht mehr, aber... Alter, der Fisch. Aber ich versuche trotzdem irgendwie durchzukommen. Nein, hör auf zu schießen, wer auch immer da schießt. Das ist immer noch diese Maschine, ne? Wer bist du denn? Ein Kundschafter. Ihr guckt mich beide nicht an, ich hau ab. Und tschüss. Ja, das war jetzt nicht so erfreulich. Ich bin jetzt einfach an allen vorbeigelaufen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, dass man uns entdeckt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wer bist du denn? Elite. Ja gut, Elite will ich ausnocken. Tschüss. Takedown. So, du kannst dich ja mal ein bisschen schlafen legen. Mhm. Das nehme ich mal mit. Interessant. So, wir müssen da oben hin irgendwie. Ich hoffe, diese Maschine sieht uns nicht mehr. Ich sehe jetzt keine Maschine, die uns... was war das überhaupt für ein Flugding? Öffnen, verschlossen. Wir müssen hier hoch oder was? Ah, okay. Hier einmal hoch, bitte. Ja, ja, ich glaube, es läuft einigermaßen. Er schießt immer noch auf uns. Du Kackding, ey. Alter. Okay, Moment. Moment, ich muss dieses Ding loswerden. Scharfschützengewehr, aber bitte mit Schalldämpfer, wenn es geht. Ich möchte nicht direkt die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Wo ist das Ding denn? Mann, ich hatte doch schon. Wie kann der mich überhaupt sehen? Ist es tot? Ist es tot? Ich glaube, das war's. Schön. Erfahrungspunkte haben wir auf jeden Fall bekommen. Wunderbar. So, wir müssen nach hoch. Immer noch. Okay. Kann man da durch? Vielleicht sollten wir lieber die Leiter nehmen. Oh mein Gott. Auf der Fußgängerbrücke. Fuck. Fuck. Fuck, wir werden von allem möglichen Zeugs gesehen. Okay, das war's. Was war das denn? Was hat uns da erwischt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich vorsichtiger sein muss. Diese Drohnen, die sehen einen direkt. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ja, wir werden uns gleich wieder auf dieser Brücke sehen. Bis gleich. Gut, vielleicht sollten wir nicht offensichtlicherweise diese Leiter hochklettern, sondern einfach mal hier, wenn das geht. Schütze auf der Fußgängerbrücke. Okay, das geht. Er ist also über mir. Okay. Können mich irgendwelche Dinger hier sehen? Ich gehe mal rüber.
Splittergranate, klar. Was auch immer das Ding hier drin macht. Ein alter, gepunkteter Trenchcoat. Cool. Glaube ich. Kann ich hier irgendwie hoch? Hier geht's gar nicht weiter. Mann, ich war... Der Fisch kommt... Der Holofisch kommt hier durch. Okay. Kann er gerne machen. Gar kein Problem für mich. So, aber... Okay, wo ist dieses Ding? Diese Drohne. Ich glaube, wir kommen hier doch nicht. Oder ich übersehe hier gerade irgendwas. Hm. Wir können hier nirgendwo hoch. Was? Hat uns irgendwas gesehen? Ich habe keine Ahnung. War das eine Mine gerade eben? Hat es schon gehört wie eine Mine. Okay, wo? Ah, da hinten. Ah, ich sehe dich schon. I can see you. Na? Alter. Okay, das ist recht weit weg. Wir sollten uns vielleicht etwas beeilen. In der weißen Jacke. Positiv. Ein feindlicher Agent. Herz an Basis. Ja, ja, feindlicher Agent. Das bin dann wohl ich, mein Freund. Hier, guck mal her. Was ist das? Und ich sagte noch gerade, ich sagte sogar noch gerade, das ist 100 pro eine Mine. Der Penner hat eine Mine. Aber immerhin wissen wir jetzt, wie wir da hochkommen. Wir wissen, wie wir da hochkommen und ja. Wir sehen uns gleich da oben wieder. So. Wir sind jetzt wieder hier. Wo ist jetzt der Typ? War der nicht hier? Ein feindlicher Agent. Kommt der jetzt echt an diesem Fenster vorbei? Du willst mich doch verarschen. Okay, er guckt in unsere Richtung. Alles klar. Da weiß ich wenigstens, wo er hinguckt. Komm her, komm her. Ich muss trotzdem auf diese Drohne da hinten Acht geben. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Die Drohne habe ich auch im Blick. Alles klar. Wie wäre es, wenn du weitergehst? Ja, er geht weiter. Wunderschön. So, den packe ich mir. Ja, ja, ja. Tut mir leid, mein Freund. Tschüss. Das wäre erledigt. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Na klar. Ein Problem bleibt noch. Und zwar... Moment, ich muss erstmal entschärfen. Alles hat das Netrunner. Sie hat die Kontrolle. Ja. Du musst sie erledigen. Okay. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Hm. Sie versteckt sich in einem unfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Warum hast du mir das nicht vorhin schon gesagt, Mann? Beim zweiten Scharfschützen, weißt du? Jetzt, nachdem wir da waren. Okay, Moment. Ich schau mal, was wir hier so alles finden können. Was Interessantes vielleicht? Ah, hallo. Lexington selten, brauche ich nicht. Die Munition nehme ich immer mit. Yukimura. Jetzt schauen die so ein japanisches Gericht. Eine Laptop. Aufklärungsgranate. Wir schauen mal, was hier für Nachrichten rumlungern. Mit den Stars in den Sternen. Das ist alles Quatsch. Retten mein Leben. Alles klar. Und Porno-Bidi. Alles Unsinn. Alter. Was schauen sich die Leute denn hier an? Sind hier noch mehr Minen? Der hat drei Minen nebeneinander aufgestellt. Was ist das denn für einer? Ja gut, jedem das seine. Ne? Archiviertes Gespräch von Mallory und Wiki. Sind das beides Frauen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenigstens ist es warm. Es stinkt nur echt widerlich. Oh, das ist nicht toll, Wiki. Ich würde dich ja bei mir schlafen lassen. Aber wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir keine ehemaligen Mitarbeiter kontaktieren dürfen. Und überall sind Kameras mit Gesichtserkennung. Ich weiß, ist schon okay. Keine Sorge, das wird schon. Ich suche mir einen neuen Job und dann bin ich bald wieder auf den Beinen. Das würde ich dir echt wünschen. Wir drücken dir alle die Daumen. Sorry, ich muss los. Ich glaube, da kommt jemand. Okay, melde dich, wenn du kannst. Wiki? Wiki! Hey, hey, Wiki! Okay. So, die Drohne hat gar nichts im Blick, wie es aussieht. Kommen wir hier einfach... Okay. Kommen wir hier durch? Wir kommen hier durch. Ich sollte schnell speichern. Weil wir ein bisschen weitergekommen sind.
So, war hier nicht irgendwo ein Gespräch, was ich mir schnappen konnte? Da. Das Tagebuch der Watson Whore. Haben wir noch nie gelesen. Und Kaugummi. Tagebuch ist mir egal, aber der Kaugummi. Mega. So, das Zeug nehme ich alles mit. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es noch nie getrunken. Ich bin lootsüchtig. Bin ich in jedem Spiel, wo man looten kann. Kaugummi. So, Munition ist immer. Ist immer super. Ich meine, für die Pistole haben wir nur 480 Schuss. Von daher, für die Shotgun, ja, für die Shotgun sind es nur 100. Also, da muss man wirklich sparsam sein. So. Wer singt denn da? Was ist das? So, okay, wir sollen den Netrunner erledigen. Im Foyer müssen wir also hin. Ah, ne, wir sind im Foyer. Wir müssen zum Balkon wieder zurück, hat er gesagt, ne? Stimmt, beim zweiten Scharfschützen. Kriegen wir hin. Kriegen wir locker leicht hin. Auf ich. Okay, wow. Diese Parade, ne? Diese Parade finde ich so geil. Finde ich so cool. Aber gut. Diese lieblichen Gesänge, wo kommen die her? Die benebeln meine Sinne. Huch! Nein! Scheiße, nicht gut. Was ist los? Johnny, hör auf mit dem Scheiß! Alter, geh raus aus unserem Kopf! Oder ist es diese hypnotisierende Stimme, die da vor uns her singt? Ist hier irgendwas? Irgendeine Mine oder so? Sieht nicht danach aus. Okay. Dieser Drache da draußen, ne? Wo sind wir denn hier? Das sieht... Jetzt, ich habe Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Link raus. Ausklinken. Zeit für eine Pause. Bist schon zu lang online. Zeit für eine Pause. Fuck. Oh mein Gott. Olaf. Natürlich bist du hier. Wow. Okay. Vielleicht sollte ich nicht mit der Shotgun auf ihn schießen. Die ist nicht ganz so stark. Dann lieber die Pistole. Oh mein Gott. Hau ab mit deinem Katana. Normalerweise würde ich jetzt selber irgendeine Nahkampfwaffe auspacken, aber der scheint mir ein bisschen krass zu sein. Wo zum Henker ist der? Hilfe, ich sehe ihn echt nicht mehr. Da oben. Was? Wer schießt da auf uns? Achtung, er wird die Tarnung aktivieren. Achte auf Lichtstrahlung. Okay. Alter. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht mehr. Auf der Minimap ist er auch nicht mehr zu sehen. Wo bist du, Oda? Oder bist du etwa weg? Chine! Chine selber, Mann! Da ist er doch. Ich sehe ihn. I can see you! Kritisch. Schnell weg hier, Alter. Der kommt schon wieder an. Der müsste hier sein, ne? Irgendwo. Da. Nein, jetzt muss ich natürlich nachladen. Okay, der teilt ganz schön aus. Oh, wow, was? Ist er immer noch da oben? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab Angst. Scheiße. Wieso kann er sich unsichtbar machen? Ich will das auch können. Wahrscheinlich geht das sogar. Ich hab... Chine selber, Mann. Chine heißt stirb, übrigens auf Japanisch. Ne? Wo er One Piece und Naruto und so sieht, guckt, weiß Bescheid. Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr gerade. Ich sollte auf diese Licht... Was? Oh mein Gott. Alter, dieser Freak. Man kann ihn überhaupt nicht sehen. Man sieht nur seine Klingen im letzten Moment. Da oben ist er. Ich schieße gerade ins Nirgendwo, glaube ich, ne?
Ja, aber anscheinend treffe ich ihn. So. Wir haben gut zugesetzt. Jo, 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 gleich habe ich ihn. Yes! In der Luft gestorben. Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Ich will ihn looten. Bitte weh. Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los! Warum kann ich ihn nicht looten, Mann? Der hat irgendwas Legendäres. Heute ist dein Glückstag, Mann. Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Warum kann ich ihn nicht looten, Mann? Das geht mir auf den Sack. Heute ist dein Glückstag. Hm. Danke deinem alten Kumpel Goro. Oh ja, aber hallo. Es ist an mir, dir zu danken, B. Wir sind gerecht. Es war ein harter Fight, aber ich kann ihn nicht looten. Alter, ich kann dieses legendäre Ding nicht looten, was auch immer da ist. Mann, ich stehe direkt unter ihm. Warum kann ich ihn nicht looten? Er hat bestimmt irgendeine legendäre Waffe oder so, ne? Oder seine Klingen oder sowas. Ich kann ihn nicht looten. Es tut mir leid. Vielleicht von hier? Auch nicht. Mann, warum musst du denn auch in der Luft stehen? Weißt du? Cyberbug, du klaust mir legendäre Dinge. Mann. Okay, vielleicht wenn ich einmal hier reingehe und zurück. Hier rein und nochmal zurück. Ganz ehrlich, das nervt mich sehr gerade. Das nervt mich wirklich gerade. Ich will ihn looten. Ich will ihn looten. Aber ich kann es nicht. Das Spiel lässt mich nicht. Ich werde diesen Kampf nochmal wiederholen. Ich werde es wiederholen. Und wir sehen uns genau an dieser Stelle gleich wieder. Der liegt dann aber hoffentlich vor mir auf dem Boden irgendwo. Und nicht irgendwo in der Luft. Alter Spiel, willst du mich verarschen? Ich lass mir meinen Loot nicht klauen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wie ihr seht, er ist wieder, keine Ahnung, wo gelandet. Aber immerhin, er liegt auf diesen komischen... Ja, was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Düngermittel oder so. Auf jeden Fall liegt er hier und wir können ihn abluten. Ja, Mann! Und er hat eine ikonische Waffe. Ein Katana. Jinchumaru. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Es besteht eine kritische Trefferchance von 100%, Alter. Während Kerenzikov aktiv ist. Der letzte Angriff einer Combo verursacht doppelten Schaden. Verdoppelt den Schaden gegen Gegner, deren Gesundheit doppelt so hoch ist wie deine aktuelle Gesundheit. Es ist eine ikonische Waffe. Ich brauche hier Jinchumaru. Her damit, nehmen. So, was hat er noch? Eine kugelsichere Arasaka Aramid-Weste mit Polycarbonatschicht. Natürlich. Ist auch dabei. Und hier IBD-Headset aus Titan. Vielen Dank, mein Freund. Ja, das war er nun. Und wir haben ihn leben lassen. Er lebt, oder? Er bewegt sich auf jeden Fall. Ja, alles klar. So, wir verbinden uns jetzt mit dem Zugangspunkt. Bist du eigentlich tot oder was? Keine Ahnung. Okay, was haben wir? Liegt hier eigentlich noch irgendwas? Jetzt muss ich mal gerade schauen. Alter, dieser Kampf, dass er in der Luft lag. Also das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Es tut mir leid. Aber ich wollte ihn unbedingt abluten. Ich meine, er hat eine ikonische Waffe, die werden nie wieder finden sonst. Wir verlinken uns. Sorry, also. Ihr hättet das genauso gemacht, gib's zu. Online und im System. Alles klar, online und im System. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt so sehen. Hanako ist drin. Kamera. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Gerne. Hanako Arasaka. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. Okay. Deaktiviere den Sicherheitsgeschütztürm. Das wäre dann der da, ne? Ausschalten. Tschüss. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの 俺たちだ私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため操り人形になるためじゃないわこの見せ物ではみんなに役割があるミチコは文句を言ってないぞだがお前が言うなら中止してもいい全部やめだ Aha, aha. Nisan,
やり終えましょう. ありがとう, Hanako. せっかくの式典だ. やり終えなければ悔いが残る. Okay. Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. Okay. Jetzt müsste er eigentlich... Was ist das denn hier eigentlich? Nichts. Oh, da kommt er. Oh! サブロー様は死ぬことを口にしないで。俺ができる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは花子様無礼を働きたくありません。しかし、ベトイプ oder? Lauf! Okay. Shit. Okay, er entführt gerade die Prinzessin oder was? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Was? Er hat sie abgeknallt? Nein. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Der hat sie nicht abgeknallt. Wir müssen hier abhauen, und zwar sofort. Okay, alles klar. Tschüss. Hier lang oder was? Okay, wir müssen wirklich abhauen. Wir müssen da runter. Alles klar. Ich renne mal den kurzen Weg entlang. geh auf, Mann. Alter. Der hat sie nicht abgeknallt. 100 pro nicht. 100%ig nicht. Das war, glaube ich, ein Taser oder ein Phaser oder keine Ahnung, diese... Oh. Ja, was ist los, Junge? Hallo? Wie? Bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Alles klar. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. Das ging aber schnell. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Klopfe viermal. Was haben wir denn da bekommen? Sonderlieferung? Was ist das? Von Wakako Okada. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Ey, ich habe keine Ahnung. Neue Mission Auftrag. Taube mit Ölzweig. What? Ich gehe erstmal zu dem Versteck. Wir gucken uns später die anderen Missionen an, die wir hier bekommen haben. Wir werden hier gerade gesucht, Alter. Wir gehen gleich live. Was? Wer geht Drei, live? Zwei. Oh, das gucke ich mir mal an. Hier ist Gillian Jordan von N54. Live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Moment, Moment. Was ist hier los, Mann? Was kriege ich hier für Anrufe? Was ist los, Regina? Sorry, ich muss echt los. Der Wagen soll angeblich der sein, auf dem sich auch Hanako Arasaka befand. Was passiert hier, Mann? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hau ab. Ich werde angerufen, ich bekomme Mails auf einmal. Ich will dieser Reporterin zuhören. Und jetzt tut mir auch noch mein Kopf weh. Das ist ja unfassbar. Was geht denn hier schon wieder ab? Es ist wieder viel zu überladen alles. Warum kann das nicht alles hintereinander kommen? Es muss alles auf einmal, weißt du? Wer ist das schon wieder? Ach, Regina, die kann nicht locker lassen. Jetzt können wir reden. Los. Alles klar. Hey, wie? Hab in letzter Zeit von keinen Cyberpsycho-Angriffen gehört. Aha. Das war's wohl für unsere kleine Abmachung. Okay. Komm doch mal vorbei, dann reden wir persönlich. Nice. Kriegen wir dann eine coole Belohnung oder was? Mission aktualisiert Psychokiller. Cool. Ja, machen wir auf jeden Fall, aber ich will erstmal zum Versteck in 800 Metern Entfernung. Ist doch schon ein Stück. Ich rufe mal unser Wägelchen. Unsere geile Karosse. Alter. Okay. So, Sesam, öffne dich. Let's go. Wow. Also, geile Karre auf jeden Fall. Es hört sich auch sehr geil an. Und wir machen direkt einen Unfall. Natürlich. Die Steuerung mit den Autos ist... Ich kann es nicht anders erklären, außer katastrophal. Man hat überhaupt kein Fahrgefühl, ehrlich gesagt. Die Steuerung reagiert viel zu spät, glaube ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, das ist ein super teures Auto. Es ist ein super teures Auto, aber es fährt sich wie ein Kran. Es ist... Ich habe keine Ahnung, warum. Oh mein Gott, okay. Manchmal bekommt man die Kurven super gut hin, aber manchmal eben überhaupt nicht. Ist mir ein Rätsel. It's me a riddle. Weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall hört es sich sehr geil an. Und das ist für mich das Wichtigste. So. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen? Danke. So. Ganz ruhig. So, ich glaube, wir sind da. Begib dich zum Versteck. Mit diesen wunderschönen gerenderten Szenen hier. Okay, was... Was ist das denn hier schon wieder, Mann?
40 GB Update. Ich sag's nur. 40 GB Update. Wer ruft uns denn? Judy, hey! Hey Judy, was gibt's? Ach, du weißt schon, immer dasselbe. Bei dir? Ach, es gibt gute und schlechte, ja, ja. Gute Tage, schlechte Tage. Wie immer eben. Wolltest du nur wissen, wie es mir geht, oder? Nicht ganz. Wollte ich um einen Gefallen bitten. Mhm. Dann, ja. Schieß los. Mit dir wird's niemals langweilig. Absolut nicht. Interessante Leute langweilen sich eben selten. Kein Wunder bei der Gesellschaft. Aber genug rumgeschmalzt. Was gibt's? Ich verrate nicht so viel. Für diese Spezialmission brauchst du ausnahmsweise mal keine Waffe. Nur einen Taucheranzug. Was? Klingt wirklich interessant. Aber wozu der Taucheranzug? Jetzt mach keinen Rückzieher mehr. Benutz einfach deine Fantasie. Du weißt wirklich, wie man mich lockt. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Die Judy. Ich soll meine Fantasie spielen lassen mit einem Taucheranzug. Das könnte eine ziemlich kranke Nacht werden. Keine Ahnung, wahrscheinlich will sie einfach nur tauchen gehen irgendwo. Na gut, ich bin dabei. Aber ich muss dich warnen. Taucherkluft steht mir super. Der Damm hinter Rancho Coronado. Kennst du den? Absolut. Ja, was ist damit? Da steht ein kleiner, verlassener Bungalow. Triff mich dort. Bei Sonnenuntergang. Judy! Wir sehen uns dort. Ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich muss es fragen. Okay. Ist das ein Date? Bist nicht mein Typ, Kumpel. Wir sehen uns dort. Okay, ich hab's mir schon gedacht. Wir sind natürlich nicht ihr Typ, wir sind ein Typ. Das ist das Problem. Wir sind ein Typ und sie steht auf Frauen. Ich hab's mir schon gedacht. Leider, naja. Ich meine, wir haben ja schon eine Freundin, ne? So. Okay, Moment. Was wollte ich machen? Ich wollte hier rein. Wir haben aber auch eine Nachricht bekommen, ne? Ich guck erstmal. Ich muss erstmal gucken, was wir hier für Nachrichten bekommen haben. Nein, sorry. Wir haben irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was es war. Es wird hier auch gar nicht angezeigt. Es wird nicht angezeigt. Ich habe keine Ahnung. I don't know. Gut, dann gehen wir eben hier rein. Viermal klopfen, hat er gesagt. This is what we are going to do. Treppenhaus nehmen wir. Er hat sie 100 Pro nicht umgebracht. Er hat sie nicht umgebracht, er hat sie nur gelähmt zur Ohnmacht gebracht, heißt es so. Ja, 800? Nein, ist es nicht. 800, was hat er? 804 hat er gesagt, glaube ich. 803. Ist es, glaube ich, ne? Einmal klopfen. Warte. Okay, warte. Ich muss es versuchen. Okay, sorry. Das musste sein. Das musste einfach sein. Ich wollte gucken, was passiert. Ich dachte, vielleicht bekommen wir eine lustige Konversation. So von wegen... Wie bist du das? Ich hab doch gesagt, viermal klopfen. Nein, die Tür explodiert einfach. Alles klar. Schlaues Kerlchen. Unser guter Takemura-Sensei. Ja gut, wir testen halt, ne? Wir testen in diesem Spiel ein paar Sachen. Das ist ein Let's Play. Und solche Dinge müssen eben getestet werden. Wenn es einem schon vorgeschlagen wird, einmal klopfen oder viermal... Ich weiß natürlich, dass wir viermal klopfen mussten. Ich weiß es. Aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ja. Oh Gott. Es ist so geil. Das war echt cool. Das war lustig. Gut, wir sind in die Luft geflogen. Das war nicht lustig, aber... Ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Jetzt klopfen wir aber zweimal. Nein, natürlich nicht. Wir klopfen viermal. Was ging da noch? Dreimal klopfen. So, viermal. Komm, let's go. Macht er jetzt auf? Okay, komm rein. Schnell. Ich dachte schon. Ich dachte, sie hätten dich erwischt. Nein. Sagst du mir jetzt bitte, was zur Hölle du dir dabei gedacht hast? Hab sie betäubt. Ja. Sie wollte ihren Tracker aktivieren. Na klar. Ich hatte keine Wahl. Das glaube ich dir. War auch die gute Entscheidung. Ich habe ihr Tee angeboten. Du
entführst Hanako Arasaka und lädst sie auf ein verficktes Teekränzchen ein. Ja, sie hat freundlich abgelehnt. Ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Sag ihr die Wahrheit über Yorinobu. Ohne Beschönigung. Und sag klar, was du willst. Mhm. Vielleicht hört sie auf dich. Das hoffe ich auch. So, meine Gute. Hör mal zu. Na, du? Hi. Hanako-sama. Oh. Kalengare-no-jinbutsu desu. Douka hanashi wo kiite agete kudasai. Setzen. Ich war da, als Saburo starb. Setzen, dein Bruder ist der wahre Killer. Wir sagen erstmal, wir waren da. Wir waren dort. Ich hoffe, sie glaubt uns. Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Ich habe nichts zu verlieren, ich sterbe sowieso. Ich bin verrückt, dank eures Relics. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Tja, ich bin fest entschlossen und habe nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam, aber sicher um. Ja, der Typ da hinten. Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche. Und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes seiner Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihm mit dem Relic zu helfen. Na? Hanako-sama. Hanako-sama! Überred sie, Mann! Hast du das gehört? Ja, klar. Scheiße. Ah, fuck, ey. Die haben uns schon geortet? Alter, was ist denn hier? Na, okay. Sieh an der Tür nach. Ja, das wird ja ein Spaß. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ja, aber hallo. Wow. Scheiße! Alter, sind die bescheuert? Die Prinzessin ist hier drin. Oh mein Gott. Auf dem Boden, Arschloch, weg von mir! Was passiert hier? Das halbe Gebäude ist in die Luft gestürzt. In die Luft gegangen. Letzte Chance, von hier zu verschwinden. Takemura, ich kann ihn nicht im Stich lassen. Vergiss den Typen, der ist Geschichte. Und du auch gleich. Was, der ist Geschichte? Der ist doch nicht tot. Ich hoffe nicht. So darf er nicht abtreten. Was geht denn mit uns ab? Takemura! 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 Okay, wir müssen abhauen. Halt dich bedeckt! Augen auf! Okay, alles klar. Was? Alter, was geht denn hier ab? Hab ich eine Waffe? Ich soll mich bedeckt halten? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich muss. Ich komme sonst nicht an dem vorbei. Ja, sorry, Jungs. Sorry. Maxdog nehme ich mit. Köpfe runter! Halt euch zusammen! Nein. Okay, wir müssen hier lang. Oh, doch nicht. Wow, Alter. Was knallen die denn auf uns drauf? Narimaki nehme ich mit. Ich schnapp mir erstmal mein Zeug. Okay. Alles wird gut, Jungs. Lasst mich einfach durch. Bis ich knall mich hier. Ich knall mich hier raus. Okay, da ist auch noch ein Kollege. So, ciao. Die Waffen, ja, weiß ich nicht. Interessieren mich eher wenig. Aber die Aufsätze gefallen mir ganz gut. Aufsätze gefallen mir sehr gut. Okay, wir müssen hier raus. Wag es nicht abzuklappen. Ja, nicht ja. Jetzt. Ist ja gut. Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt. Ob wir das schaffen? Was zum Henker, Mann? Was geht hier ab? Alter. Das eskalierte aber quickly plötzlich.
Wow, ich hoffe, Takemura geht's gut, der Arme. Oh, aber ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass er so abtreten wird. Das glaube ich kaum. Der wurde wahrscheinlich gefangen genommen oder er hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo kommen wir jetzt? Sind wir direkt draußen? Raus aus der Stadt oder was? Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Du hast so viel dabei. Klimaanlage ist in fixer Bestecke unterm Bett. Scheißhaus verstopft. Toll. Etwas später. Jetzt mal im Ernst. Wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Mhm. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Tja. Ich sag dir, wer hier schläft. Yep, scheiß Loser. Scheiß Loser, sonst niemand. Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Hab ich gemerkt. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Ich will nicht, dass wir wie Takemura enden. Ist er denn tot? Weißt du das? Hörst du das? Nein. Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Wer ist es? Nur einer? Ist Takemura, oder? Finger am Abzug weh. Alles klar.